Let's go. Wo warst du? Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Antwort. Das ist, glaube ich, mal ein super Titel, Alter. Zu irgendeiner Mission oder irgendwas. Ah, gut. Aha, ein bisschen wieder Tempo. Wichtig und richtig. Schade, dass es nicht noch mehr Fähigkeiten gibt. Okay, auf und mal so Affe. Affe ist aber auch nicht schlecht. Hoppala. Muss ich leider stehen bleiben. Da muss ich leider stehen bleiben. Schade. Schon wieder so ein 20er, gell? Okay. Es soll nicht so schwierig sein mit den ganzen Dingen da. Wir müssen liefern, wir müssen liefern. Ah, einmal abbiegen, bitte. Bitte, danke. Müssen wir wieder ein paar erledigen. Auf wichtig und richtig angelehnt. Und wir brauchen sowieso ein paar Markern, also dementsprechend drauf geschissen. Oh, schön in die Fresse. Machen wir das lieber gleich. Ja, genau. Ja, wenn der Große daherkommt, ist, glaube ich, besser die 10. Warte mal. Hat der quasi das mit mehr gemacht mit der Fähigkeit? Ja, das kann sein. Ja, das kann definitiv sein. Also die kommen jetzt auch noch. Also kann ich nicht einmal bremsen mit dem. Wow, Alter. Ich hätte mir da gehabt, Alter. Ich kann ihm jetzt richtig schön ficken und so alles drum und dran. Du bleib einmal. Du bleib auch da mal. Okay. Jetzt muss ich mal kurz herausfinden, was du von mir willst mal wieder, gell? Ei. Aber warte. Einmal in die Pappen. Ist auch in Ordnung. Vögelchen. Kann sich vielleicht jetzt nur noch um Stunden handeln, aber ist in Ordnung. Ah, sogar genau mit dem letzten. Perfekt. Genau mit dem letzten. Jetzt ist sie wunderschön ausgegangen. Wunderschön. Perfekt. Bisschen mit dem Scanner auch noch durchfliegen. Ja, perfekt, ruhig. Nein. Ja, das kann nicht scheißen gehen. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Wo ist wie die Feuerwehr von uns? Was für spannende Mission könnte uns vielleicht da erwarten? Wir konnten Sprengladungen in jeder Zone außer der letzten platzieren. Das Abrissteam ist da drin. Sie sind zu viert. Ich finde sie. Bleibt an den Funkgeräten. Und sorgt dafür, dass niemand den Zünder berührt. Boah, mit dem ganzen Sand und alles drum und dran, bist du deppert. Spider-Bot kann da drin schneller suchen als ich. Dann mal los, Kleiner. Mach Spidey Daddy stolz. Oh, Spidey Daddy stolz. Oh mein Gott. Ich finde die Leute und Clark bringt sie raus. Die Sprungdüsen brauchen etwas Zeit zum Warmlaufen. Ist jemand da draußen? Du hilfst quasi die ganzen Leute damit, oder was? Ist das ein Roboter? Ha. Hey, hier ist Spider-Man. Ich habe der Feuerwehr und dem Rettungsdienst mitgeteilt, wo du bist. Sie sind bald da. Alles wird gut. Spider-Man. Danke. Hey Clark, hast du den Standort erhalten, den ich geschickt habe? Unser Team geht jetzt rein. Danke. Spider-Man. Echt nicht schlecht. Es wird alles gut. Ich kann mir aber trotzdem noch vorstellen, dass da noch mehr auf uns zukommen wird. Ich geh auf und mal. Ich wollte gerade sagen, so, ich geh auf und mal sicher zu. Es schaut nicht noch alles gut aus. Wie er sich einfach mal wieder der kleine Pussy erschreckt hat. Geil, Alter, geil. Oh, sind wir nicht ab, Alter, so wie es da ausschaut in der Hurensbude, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles gut hier sein könnte. Kann ich mir nicht vorstellen. Sind wir jetzt in Star Wars oder was? Hallo? Ich steck fest! Hilfe! Halt euch! Ich hol dich da raus. 1 zu 1 wie Star Wars. Der Schuss. 1 zu 1.
Danke. Hilfe nach! Feuerwehr und der Rest. Scheiß Pokéball. Aber fix, aber fix. Diesen Pokéball-Haberer. Kam gerade rein. Wir brechen auf, sobald wir Mr. Bobleski gerettet haben. Hier ist ein scheiß Pokéball, Junge. Ich glaub, mein Bein ist gebrochen. Ah, dein Bein geht's gut, heute Bab. Kannst du eh laufen, geh, scheiß dir nicht an. Feuerwehr und Notarzt sind unterwegs. Nicht bewegen. Der tut ja nur so, der Lustige. Okay. Danke, Spider-Man. Die Sprungdüsen sind endlich aufgewärmt. Gerade rechtzeitig. Wehe, meine Versicherung übernimmt das nicht. Hey, Clark. Hast du meinen letzten Standort erhalten? Bin unterwegs. Es ist nur noch ein Techniker drin. Beeil dich, Spider-Man. Bin schon unterwegs. Mach ich schon mein Bestes. Wo die Iten geht auseinander, das ist ja Wahnsinn, oder? Also, denke mal grad. Wie wird das Ding einfach fliegen können, Haberer? Ich komme! Halt durch! Achso, ich denke mal grad, so zu bekomme ich jetzt aber nicht. Ein scheiß Spider-Bot, Haberer. Alles okay? Mir geht's gut. Aber ich hab vor ein paar Minuten jemanden da vorne gesehen. Lila Jacke. Geh und hilf. Ich feier sie irgendwie. Ich hab ihn einen neuen Standort geschickt. Aber der Mann hier sagt, hier drin ist noch jemand gefangen. Wirklich? Wir suchen niemanden mehr. Aber wenn du jemanden findest, holen wir ihn raus. Wird gemacht. Hier ist keiner. Taugt mir aber voll weg. Wie alles, das in Meier geht und alles drum und dran. Mir taugt das voll. Aber ich bin gespannt, ob das nur die eine Mission wird. Oder ob das ob da schon auch ein bisschen mehr kommen wird. Als wie nur das eine da. Aber mal schauen. Werden wir hier sehen. Würde es feiern, wenn man wenigstens so sagen könnte, so 3-4 Mal. Ist es definitiv in Ordnung. Aber auch nur so 3-4 Mal, weil ich glaube, ab dem 5. oder 6. Mal könnte es dann doch ein bisschen zart werden, weil du ja eigentlich im Prinzip dann eh wieder nur das Gleiche machst. Die bekannte Stimme. Kultist. Aber ich könnte mal... Moment. Ich hab doch schon mal gegen die gekämpft. Organisiert und fanatisch. Ja, das klingt echt sektenmäßig. Was ist mit dem Eindringling, der hier rumschleicht? Sie können uns nicht alle kriegen. Was für ein Eindringling? Sucht nach vorne. Gibt's keinen Eindringling? Die Flamme ist enttäuscht von dir. Brandmarken! Ich hab die Flamme nicht mal erwähnt! Ich wollte raus! Du hast wohl vergessen, dass wir genauso rausgehen, wie wir reinkommen. Ja, Mann! Verschwinde hier! Perfekt! Jetzt lernen wir wenigstens mal die Haberer da mal gehen. Was ist mit dem, Alter? Schaut eher so aus wie irgendein Schassklossen oder irgendwas. Im Prinzip, und das hat er jetzt rausgeklossen. Mit einer Flamme oder irgendwas. Was weiß ich, Alter? Aber okay. Kann man definitiv vorstellen, wird es auch so richtige Badass Motherfucker, aber okay. Fix. Schön brav, eine in die Fresse. Können wir das nicht besser trauen? Hey! Es sind ja noch mehr Fans! Geht es allen gut? Sind sie gefällt? Fans? Davon, dass ich euch ausgenockt habe? Fans sein. Wir sind besser als du je sein wirst. Nimm dein Griff an den Unwürdigen an! Wer seid ihr überhaupt? Die Einzigen!
Ich liebe diesen Modus. Bevor das passiert, wird eher das Gebäude einstürzen. Ja, wird wahrscheinlich sein. Ja. Und Big Joe und tschüss. Die Flamme brennt ewig. Wie nett. Ah! Wer ist denn die Tante? Danke. Hi. Und was bist du für eine? Na bitte. Hey! Right? Dir hat nie gefallen, dass ich rauche. Hä? Der Abschaum nennt mich Wraith. Juri! Die Tante gibt's ja auch noch! Wo warst du? Keine Zeit. Was ist mit denen? Sie hatten ihre Wahl. Die Tante gibt's ja auch noch! Gott sei Dank haben sie die nicht vergessen. Die war wichtig im ersten Teil. Die war so wichtig. Niemand hat daran geglaubt. Stark. Stark. Yuri ist wohl abgehauen. Ich dachte, sie bräuchte nur etwas könnte man auch sagen. Vorfall mit Hammerhead. Aber jetzt hat sie diesen Anzug an und nennt sich Wraith. Ich sollte sie im Auge behalten. Und die Kultisten auch. Ich brauche mehr Augen. Komm, okay. Ah, ich habe mir schon doch gehabt so. Also, es ist wieder das andere Ding. Haben wir jetzt eher da gehabt, wir haben vielleicht da Kurven oder irgendwas.